Hallo ihr lieben Strategiespielfans da draußen und herzlich willkommen zu einem Let's Show von Afghanistan 11, einem Spiel, das sich derzeit noch in der Beta befindet und das ich euch vorstellen darf. Es wird am 23. März 2017 auf den Markt kommen, über Steam verfügbar sein und wird von Every Single Soldier und Retro Epic entwickelt und von Slytherin Limited gepublished. Dieses Spiel hier ist im Grunde ein Nation-Building-Strategiespiel, das auf rundenbasierende Art und Weise funktioniert. Und der eine oder andere hat vielleicht seinen Vorgänger schon kennengelernt. Das hieß nämlich Vietnam 65. Also 11 steht hier nicht sozusagen für den Teil des Spiels, sondern es steht tatsächlich für die Jahreszahl, in dem Fall 2011. Und es wirft uns im Grunde eigentlich sozusagen in die Rolle der Amerikaner, die damals im Jahre 2011 sich in Afghanistan befunden haben und versuchen, hier eine stabile afghanische Regierung, die natürlich möglichst amerikafreundlich, na, logisch, wir spielen die USA, ne, was anderes würde ja keinen Sinn machen, sein soll und gleichzeitig wiederum die Warlords ein bisschen an der kurzen Leine halten soll, was wir dadurch erreichen, indem wir die Herzen und die Gedanken der Bevölkerung in Afghanistan gewinnen. Wir müssen also sozusagen die Leute auf unsere Seite ziehen, wir müssen die Taliban bekämpfen, wir müssen Opiumfelder vernichten, um wiederum den Geldhahn für die entsprechenden Warlords und die Taliban abzudrehen und so weiter und so fort. Es handelt sich hierbei um ein extrem vielschichtiges und kompliziertes Spiel und ich habe das auch schon neulich mal angesprochen gehabt an einer anderen Stelle. Dieses Spiel ist so schwer, dass ich es einmal sogar wirklich geschafft habe, das Tutorial zu verkacken, weil es wirklich unfassbar schwer ist. Aber ich will gar nicht mehr allzu lange darüber reden. Inzwischen glaube ich zu wissen, wie dieses Spiel funktioniert und wir gehen jetzt einfach mal in die Kampagne. Und zwar geht es hier sozusagen, also ihr seht, wir haben jetzt hier unterschiedliche Missionen, die hier in unterschiedlichen Zeiten sozusagen spielen. Wir spielen noch gar nicht im Jahre 2011. Das ist sozusagen das Ende des Spiels. Wir sind eigentlich am Anfang der Afghanistan-Mission. Wir werden jetzt hier Battle of Lashkargar spielen. Alle anderen vier da oben sind eigentlich alles Tutorials, da bekommt man die Grundlagen des Spiels erklärt, wo man sozusagen erstmal hier ganz, ganz klassisch, wie man eine Einheit steuert. Das hier war, glaube ich, sozusagen, wie man mit der afghanischen Bevölkerung umgeht. Hier ging es letzten Endes noch ein bisschen tiefer, wie das alles miteinander zusammenspielt. Also, wie gewinne ich die Herzen und die entsprechenden Gedanken, oder wie ja, forme ich sozusagen die Gedanken der afghanischen Bevölkerung, indem wir einfach uns sympathisch geben. Und hier ging es dann quasi schon, also mit Operation Red Wings, um den Kampf gegen den Opiumhandel. Und ich selber habe noch keine Ahnung, was uns jetzt hier erwarten wird. Wir gehen einfach mal rein. Ich schätze mal, das ist das erste wirklich ernste Szenario hier, wo man eigentlich so gut wie gar keine Hilfe mehr kommt. Und ich werde versuchen, so viel wie möglich zu beantworten, was ich hier sozusagen schon in Erfahrung gebracht habe. Denn dieses Spiel bedient sich durchaus auch der entsprechenden militärischen Sprachweise, die ihr sicherlich gleich hier erleben werdet. So. So. Das hier lese ich jetzt erstmal gar nicht vor, also das ist so Grundgeschichte. Jemand, den das jetzt wirklich speziell interessiert, der kann das Ganze natürlich gerne lesen. Ich persönlich gehe jetzt einfach nur sehr, sehr direkt hier ins Spiel hinein. Hier unten sehen wir jetzt nochmal die entsprechenden verschiedenen Kräfte, die hier walten werden. Wir haben die Taliban, wir haben ja afghanische Milizen, wir haben die afghanische Armee und wir haben die US-Armee, wobei wir letzten Endes die US-Armee steuern und wir können auch einen gewissen Einfluss natürlich auch auf die afghanische Armee ausüben, aufgrund der Tatsache, dass wir hier im Grunde Besatzungsmacht sind. So, hier geht's also schon los. Wir haben hier eine politische Liaison mit Fat Firman. Let's build a better Afghanistan. Also hier können wir im Grunde eigentlich schon mal sehen, dass das offensichtlich der aktuelle Präsident von Afghanistan ist. Wir sehen hier seine entsprechende Ausrichtung. Also er möchte Sozialreformen anstreben.
Wobei hier steht Intel from Villages down 10%. Intel steht für Intelligence. Das ist im Grunde der militärische Jargon für Informationen, die wir sozusagen gewinnen können durch den Umgang mit entsprechenden afghanischen Dörfern, die hier sozusagen dargestellt sind. Also hier alles, was hier so eine entsprechende afghanische Flagge trägt. Ich mache das mal extra kleiner. Hier sehen wir also sozusagen, dass wir 6 verschiedene afghanische Dörfer haben. Wir haben hier unsere Hauptbasis, unser Hauptquartier. Hier ist Camp Bravo. Das ist eine sogenannte FOB, eine Forward Operation Base oder eine vorgelagerte Operationsbasis, die für uns hier sozusagen als Dreh- und Angelpunkt für die näher gelegenen Ortschaften hier fungiert, aber eingeschränkte Funktionalität und Abhängigkeit gegenüber der Gesamtbasis habt, wie wir gleich sehen werden. So, gucken wir mal Civil Affairs momentan. Hier sehen wir sozusagen, die Civil Affairs sind bei 50. Das hier repräsentiert im Grunde das H&M-System hier. Also das hat jetzt nichts mit irgendwie mit dem Laden zu tun oder mit der Marke, sondern hier geht es um Hearts and Minds. Also sozusagen, wie die Leute sich uns gegenüber verhalten, ob sie uns wohlgesonnen sind. Und umso höher der Wert ist, desto positiver fühlen und denken sie über uns, was letzten Endes auch aufgrund unserer entsprechenden Aktionen, letzten Endes geschuldet sein wird. Wir sehen jetzt hier das entsprechende Personal. Die afghanische Nationalarmee hat ANA, also ANA ist die Abkürzung für Afghan National Army oder auch ANA könnte man auch sagen. Momentan sehen wir, dass es 3 Runden dauert, um eine entsprechende ANA-Einheit auszubilden. Wir sehen, dass wir momentan keine ANA-Einheit in der Ausbildung haben. Dass wir maximal 3 Stück von Infanterie, 5 Stück von mechanisiert, also Fahrzeuge, und 3 Stück von Artillerieart herstellen können. Es ist wichtig, denn diese ANA-Einheiten haben Vor- und Nachteile. Sie sind im Kampf deutlich schlechter als die US-Truppen, aber sie sind im Umgang mit der afghanischen Armee, weil es sich ja letztendlich auch um Afghanen handelt, deutlich besser. Erstens, weil sie natürlich die Sprache beherrschen, zweitens sind sie welche von ihnen und das bringt ihnen natürlich Vorteile, also eine höhere Wahrscheinlichkeit für uns, Informationen über den entsprechenden Feind herauszufinden. Keine Sorge, wir werden auch gleich hier noch ein bisschen mehr sehen, das hier ist momentan nur sozusagen die sogenannte Intel-Karte oder Intelligence-Karte, wo alles einfach mal so ein bisschen zusammengefasst ist. Ich stelle das gerade eben einfach erstmal nur vor. Darüber hinaus sehen wir hier sozusagen die Logistik, also sozusagen welche Dinge wir letzten Endes tun, welche Dinge wir getan haben. PP steht für Political Power. Also hier gibt es kein Geld. Hier geht es jetzt nicht darum, dass wir Goldbarren oder Dollars verschieben. Alles, was wir im Grunde machen, wird mit Political Power letzten Endes, oder auf Deutsch könnte man es auch grob sagen, was wir sozusagen für einen politischen Rückhalt in der Heimat haben, in dem Fall in den USA, bezahlt. Also ob die USA bzw. die amerikanische Öffentlichkeit der Meinung ist, dass es den Aufwand wert ist. Und auch das können wir letzten Endes mit beeinflussen, je nachdem, wie vorsichtig oder unvorsichtig wir sind. Wenn wir Erfolg haben, steigt natürlich PP nach oben, wodurch wir wiederum mehr Möglichkeiten haben. Wenn wir weniger erfolgreich sind oder sogar völlig versagen, kann es sogar negativ werden. Und dann kann es passieren, dass wir das Spiel verlieren. Hier Intelligence sehen wir sozusagen, letzten Endes die Feindaktivitäten. Wir haben 5 Milizen gesichtet, keine Taliban und keine Opiumfelder bis jetzt. Und der Rest ist momentan auch noch bei 0. Also wir sehen auch, dass wir keine Verluste haben und wir haben auch noch keinerlei Angriff durchgeführt. Logischerweise, das Spiel gerät gerade eben erst los. Und wir sehen jetzt hier unser Mission Briefing. You've been called to assist troop fighting Taliban insurgents at a forward operation base, FOB. Also hier seht ihr sozusagen hier nochmal die Abkürzung. Near Lashkargah. Get 2 supply trucks to the FOB to Objective Alpha and prevent the FOB from being destroyed. Also wir sollen im Grunde sozusagen jetzt hier diese vorgelagerte Operationsbasis davor bewahren, dass sie zerstört wird in der Nähe von Lashkargah. Und Lashkargah, ja, die Namen sind für mich noch ein bisschen ungewohnt, aber ich war ja auch noch nie in Afghanistan. Und wir sollen sozusagen hier die entsprechenden Unterstützungsmaterialien liefern. Wir sollen hier also sozusagen 2 Supply Trucks, also im Grunde Liefertrucks, also im Grunde ganz, ganz normale Lastwagen entsprechend beladen und dorthin schicken. Wir sollen verhindern, dass das Ding zerstört wird und das Spiel hier endet, wenn der Hearts in Mind Score, Moment,
End the game with a, ja, wir müssen also mindestens 50 noch haben und wir haben 60 Turns, um unsere entsprechende Mission hier abzuschließen. So, jetzt gehen wir ins eigentliche Spiel. So sieht das hier aus. Das hier ist unsere Hauptbasis. Ich zeige euch als allererstes jetzt hier mal ganz, ganz genau, wie die ganze Sache aussieht. Das ist eine verflucht lange Strecke, möchte ich jetzt an der Stelle sagen. Also normale Infanterie kann ein Turn vielleicht so weit laufen. So 3-4 Felder, je nach Infanterieart und auch nach Wetterlage. Ja, das Wetter spielt auch eine Rolle. Sandsturm ist ein Kacke. Und hier sehen wir zum Beispiel jetzt hier ein entsprechendes afghanisches Dorf. Hier sehen wir ein afghanisches Dorf. Hier, hier, hier und hier. Und wir sehen jetzt schon mal hier sehr wichtige Dinge, die man wissen muss. Hier zum Beispiel sehen wir ein brennendes Feuer. Immer wenn hier ein Lagerfeuer brennt, ist das ein Zeichen für uns, dass hier theoretisch Informationen abgeholt werden können. Da müssen wir mit einer entsprechenden Infanterieeinheit, also zum Beispiel einer NA-Infanterieeinheit oder einer US-Infanterieeinheit, hingehen, einfach drauflaufen und dann haben wir eine gewisse Chance, dass wir Informationen gewinnen. Zum Beispiel, wo sich eine Taliban-Truppe befindet oder wo sich zum Beispiel ein Opiumfeld befindet, damit wir dort dagegen vorgehen können. Darüber hinaus sehen wir hier die Flagge. Momentan sehen wir, die Flagge zeigt sozusagen an, welcher Fraktion diese Leute hier zugeneigt sind. Das kann zum Beispiel auch die US-Flagge sein, in diesem Fall ist es die afghanische Flagge. Das heißt, diese Leute hier sind sozusagen alle auf der Seite von der entsprechenden afghanischen Regierung. Das kann sich aber drehen, wenn es schlecht für sie läuft oder wenn es schlecht für uns läuft. Wenn sie also der Meinung sind, dass wir als USA hier versagen oder die afghanische Regierung versagen, dann können sie sich auf die Seite der Taliban schlagen und dann wird es natürlich schwieriger, sie letzten Endes zu unseren Gunsten zu bekehren, beziehungsweise die entsprechenden afghanischen Taliban-Aktivitäten werden dadurch stärker. So, das hier ist also diese entsprechende FOB, diese Forward Operation Base, die wir hier verteidigen müssen. Ich habe jetzt gerade mal drauf geklickt. Wir sehen, dass wir hier bis zu 3 entsprechenden afghanischen, also NA-Einheiten haben können. Das hier ist die Supply-Situation, also das ist sozusagen die Möglichkeit, wie oft wir Leute hier medizinisch einerseits versorgen können, vorausgesetzt wir haben ein entsprechendes Kranken- oder besser ein Lazarett gebaut, ein richtiges Krankenhaus wäre vielleicht übertrieben, oder dass die Leute sich generell hier sozusagen wieder auffrischen können. Wir haben hier auch noch einen Mörser, hier einen M120-Mortar, der bis zu 3-mal schießen kann, also genau genommen eigentlich bis zu 5-mal, aber er hat am Anfang halt nur 3 Schuss. Wir müssten also auch erstmal hier Munition wieder hinliefern. Hier oben links sehen wir unsere Objectives und hier oben rechts sehen wir unsere entsprechenden Möglichkeiten, die wir haben. Wir könnten zum Beispiel eine Drohne rufen, die ein bestimmtes Gebiet, ich zeige es mal ganz, ganz kurz hier, also hier abdecken könnte. Ich mache es extra Rechtsklick, dass ich sie nicht versehentlich rufe. Mit Linksklick würde ich sie rufen. Dann würde hier alles in dem Gebiet aufgedeckt werden, was zum Beispiel Taliban-Aktivität wäre. Hier kann ich zum Beispiel für die Kosten von 200, hier ist unsere Political Power, entsprechend, also für 200 könnte ich einen sogenannten Airborne Drop abwerfen, um eine Einheit mit dem Nötigsten zu versorgen. Dazu kommen wir ebenfalls gleich. Und wir haben hier die Möglichkeit, einen F-16 Airstrike herbeizurufen. Ihr seht, das sind immer wieder Cooldowns, kostet ebenfalls 200 Political Power. Wenn wir aufgrund von Entfernung oder von Brisanz nicht dazu in der Lage sind, eine entsprechende Einheit mit unseren regulären Truppen zu attackieren, dann können wir hier sozusagen auch so eine Art Mini-Deus Ex Machina vom Himmel regnen lassen, um eine Einheit zu attackieren. Das Problem ist bloß, das hat alles nur Wahrscheinlichkeiten. Das ist keine Garantie, dass wir damit treffen. So, hier sehen wir Hearts and Minds. Momentan bei 50. Wir sollten es auch auf mindestens 50 lassen. Und wir sehen hier durch die 8, dass wir 8 Einheiten haben, die wir theoretisch anwählen können. Und die werden sich offensichtlich alle momentan hier in unserer Hauptbasis befinden, wo ich jetzt auch reinklicke. Wir sehen hier, wir haben allein 4 Supply Trucks. Also im Grunde sind das eigentlich nur, ich nenne sie jetzt aber mal Lieferwagen. Die sind militärisch eigentlich völlig ungeeignet. Das sind wirklich nur Lastwagen, militärische Lastwagen. Dann haben wir hier MRAPs. Das sind im Grunde, ich nenne es jetzt mal Humvee-artige Fahrzeuge. Die Fachleute unter euch, die wirklich sehr viel mehr Ahnung vom Militär haben, mögen mir bitte eventuell den einen oder anderen Fauxpas verzeihen. Ich selber war nie bei der Bundeswehr. Ich habe im Grunde von diesen militärischen Begriffen nur rudimentär Ahnung. Deswegen also
einfach nur für die Leute, die sich auch nichts Näheres darunter vorstellen können. Das ist im Grunde sowas wie ein Humvee-artiges Fahrzeug, das eine gewisse Absicherung auch gegen Landminen hat. Also Landminen können auch auf der Straße rumliegen. Die Laster haben das überhaupt nicht. Also diese Fahrzeuge haben eine gewisse Chance, Landminen zu entgehen. Dann haben wir hier auch noch einen Blackhawk-Hubschrauber, vielleicht auch bekannt aus dem Film Black Hawk Down. Damit können wir über Land, also genau genommen über Luft, um das Land zu überbrücken, sehr, sehr schnell Dinge transportieren, Personen transportieren, Material transportieren, wie zum Beispiel hier Munition, wie ihr seht. Das sind übrigens auch hier die ganzen Reinforcements, die wir aufladen können, um entsprechend Dinge von A nach B zu bringen, also in der Regel vom US-Hauptquartier zu Truppen im Feld oder zu den Truppen oder FOBs in den FOBs. So, okay, also jetzt erstmal nochmal geschaut. Ach, Buffalo ist auch noch wichtig. Buffalo ist im Grunde ein Konstruktionsfahrzeug. Damit können wir entsprechend Dinge reparieren, zum Beispiel auch so eine FOB, wenn sie Schaden genommen hat, wenn sie angegriffen wurde. Wir können damit aber auch Straßen bauen, was Hearts and Minds erhöht. Also sozusagen, wenn wir eine afghanische Ortschaft an ein entsprechendes das Straßennetz anschließen, dann haben wir sozusagen hier die Herzen und die Gedanken der Leute auf unsere Seite gebracht und dieser Wert hier steigt dadurch in diesem entsprechenden Ort entsprechend an. Und wir müssen das natürlich mit so vielen Orten wie möglich machen, damit der Wert hier natürlich entsprechend schnell steigt. Und wir können mit diesem Fahrzeug hier natürlich auch weitere FOBs bauen, also an anderen Orten. Wir können mit diesem Fahrzeug hier Wasserversorgung für die entsprechenden afghanischen Ortschaften bauen und auch instand halten, damit hier wiederum hier der der Hearts and Minds Wert wächst. Wenn der Hearts and Minds Wert wächst, geraten die Taliban unter Druck. Wenn der Wert hier sinkt, geraten wir unter Druck, weil eine höhere Taliban-Aktivität stattfindet. So, das habe ich erstmal, glaube ich, genug erklärt. Wir gehen jetzt sozusagen hier in die entsprechende Situation hinein. Die Reinforcements gucken wir uns nachher an. Wir müssen also zwei Trucks at FOB, prevent FOB von Achieve Hearts and Minds, blablabla. Was muss ich jetzt eigentlich genau nochmal machen? Ich muss zwei von diesen Trucks. Also ich glaube, ich mache das jetzt einfach erstmal. Ich collecte jetzt erstmal hier das FOB-Zeugs. Und ich collecte jetzt das da. Und schick. Warte mal, nee, ich muss noch was anderes tun. Jetzt gehen wir doch hier rein. Hier haben wir nämlich noch andere Möglichkeiten. Wir können nämlich jetzt hier noch mehr Truppen anfordern. Und das möchte ich natürlich auch tun. Wir haben noch überhaupt gar keine Infanterieeinheit. Wir haben auch noch keine US Special Forces. Ich möchte auf jeden Fall eine US Special Force haben. Ihr seht, das hat jetzt 500 gekostet. Ging hier oben ab von der Political Power. Wir haben es also angefordert und bekommen. Wenn wir jetzt allerdings noch mehr von denen haben wollen, dann kostet es am Ende immer mehr und immer mehr und immer mehr. Deswegen sollte man gucken, dass man auch ein bisschen hier haushaltet. Darüber hinaus möchte ich noch eine US-Infanterieeinheit haben, die sind verhältnismäßig günstiger. Ich möchte noch einen Husky haben. Der Husky hat den Vorteil, der ist vollständig immun gegen gesetzte Landminen und entschärft sie auch noch gleichzeitig. Den US-Howitzer möchte ich sofort haben. Für die Verteidigung unserer Hauptbasis. Chinook können wir vielleicht später uns noch holen, der ist mir momentan noch zu teuer. Apache habe ich schon mal gehabt, ich fand ihn nicht besonders gut. Aber das mag vielleicht auch nur meine Meinung sein. So, jetzt haben wir hier gerade eben, dadurch, dass ich das angeklickt habe, hier dieses entsprechenden Howitzer hier in Position gebracht. Er hat momentan 3 Schuss, wie ihr sehen könnt. Aber dadurch, dass er hier in der entsprechenden Hauptbasis ist, ist das relativ wumpe. Wir sehen, wie weit er schießen kann. Das ist leider nicht allzu weit, aber wir können dadurch jetzt hier absichern. So, was wir jetzt auch noch machen ist, wir nehmen hier diesen Husky. Der kann eigentlich gar nichts anderes machen. We are Oscar Mike, we are on the move heißt das. Und wir sehen es, auch diese Bewegung hat jetzt 15 politische Power gekostet. Also das ist jetzt nicht besonders teuer. Währenddessen jetzt zum Beispiel der Einsatz eines Helikopters sehr viel mehr politische Power kostet. Und also hier steht es, also eigentlich, das ist Political Support, ne? Ich habe es ja schon grob erklärt, hier wird es halt abgekehrt als PP. Das ist im Grunde genau das gleiche, bloß halt mit anderen Worten. So, dadurch, dass der Kollege jetzt hier vorausfährt, können wir jetzt hier einen Konvoi bilden. Die könnten noch weiterfahren, aber da vorne habe ich das Gebiet nicht abgesichert, weswegen ich das jetzt nicht tue. Ich lasse die jetzt hier wirklich im Konvoi dorthin fahren, weil der Kollege das hoffentlich absichert. Ich möchte aber auch
Ich mache jetzt hier Folgendes. Ich kann jetzt US Special Forces haben im Grunde in diesem Spiel zwei Aufgaben. Nummer eins, man kann mit ihnen wunderbar diese Opiumfelder ausräuchern, wenn man mit ihnen dahin kommt. In der Regel helfen dann Black Hawk Hubschrauber, um die Leute dorthin, also um die Special Forces dorthin zu bringen. Momentan wissen wir noch nichts von irgendwelchen Opiumfeldern, aber sie werden definitiv da sein, denn über Opiumfelder gewinnen die Taliban Geld, woraus sie dann letzten Endes mehr Truppen ins Feld werfen können, die wir im Übrigen nicht sehen. Also wir sehen diese Einheiten nicht so lange, bis wir Spuren von ihnen, von ihrer Aktivität feststellen, und dann können wir sie vielleicht finden. Einzelne davon. Das ist das ganz, ganz große Problem. Wir agieren die ganze Zeit mit einem Gegner, der sich im verdunkelten Bereich bewegt, und das ist unsere Herausforderung. Das andere ist, was die sie hier machen können, also auch weiterhin, sie können natürlich auch kämpfen, sie können zum Beispiel entsprechende Luftschläge, ich weiß gerade eben gar nicht, wie das heißt, ich kann mal gucken hier, das hier ist ein A-10 Warthog Strike, können die sozusagen anordnen, kostet ihnen also hier entsprechend einen Aktionspunkt. An der Stelle möchte ich nochmal auf die, also schon mal hier auf diese Fähigkeiten ansprechen. Jede Einheit hat erstens Aktionspunkte, also Action Points unterschiedlicher Art, je nach Einheit, und sie haben Rationen. Jede Runde, die eine Einheit, also ihr seht, wie kurz die nur laufen kann, das würde jetzt tatsächlich alle 5 Aktionspunkte aufbrauchen. Hier für jedes Feld ein Aktionspunkt. Das ist nicht besonders geil, wenn man läuft. Flieger kommen deutlich weiter, Autos kommen deutlich weiter. Deswegen sollte man Infanterie immer möglichst mit Fahrzeugen mittransportieren, zum Beispiel mit solchen MRAPs oder Blackhawks, je nachdem, wie man es gerne haben möchte. Und diese Einheiten hier haben halt sozusagen die Möglichkeit, einerseits hier so einen A-10 Warthog Strike zu holen, also auf einen Gegner herabzuschicken. Dafür muss man in einem bestimmten Umfeld um den herum sein. Also es geht jetzt nicht von hier bis da drüben, sondern eher so von hier bis hier. Oder sie können quasi einen Sniper-Angriff machen, was auch einen Aktionspunkt kostet. Aber Sniper-Angriffe sind zwar relativ safe, sie können selber nicht beschossen werden, aber die Wahrscheinlichkeit, den Gegner dadurch auszuschalten, ist natürlich ebenfalls geringer. Das andere, was sie tun können, ist, und das werde ich jetzt auch gleich tun hier, sie können hier entsprechende Fahrzeuge oder auch ANA, also Anna-Howitzer, ausbilden. Das heißt, ich bekomme sozusagen für quasi lau hier sehr viel schlechtere, aber trotzdem praktikable Fahrzeuge, wie zum Beispiel jetzt hier ein entsprechendes gepanzertes Transportfahrzeug, das im Grunde so eine Art M-Rap entspricht. Es ist natürlich kein M-Rap, aber es entspricht quasi seiner Funktionalität grundsätzlich dem. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel einen M-Rap. Wir sehen, wir haben hier eine M-Rap hat eine höhere Bewegungsfähigkeit, hat 5 Fuel. Und ich muss jetzt hier draufklicken, um hier zum Beispiel diese US-Infanterie aufzuladen. Das hat jetzt eine Aktion gekostet. Und ich schicke jetzt hier diese US-Infanterie diesem Trupp hier hinterher. Und diesen Konvoi lasse ich jetzt nun fahren. Währenddessen jetzt hier sozusagen über die entsprechende Anzahl von Runden hier meine US Special Forces hier dieses gepanzerte Fahrzeug hier, dieses Anna-Vehicle trainiert. Wir sehen jetzt hier, es wird hier schon angezeigt, dass es momentan hier in der Mache ist. Und wir können an der Stelle möchte ich nochmal sagen, hier mit unterschiedlichen Fahrzeugen hier unterschiedliche Sachen transportieren. Also wir sehen Supply Trucks, genauso auch wie so ein Blackhawk und auch wie so ein MRAP, können hier diese sogenannten Collect Rations machen. Also das heißt, das sind Rationen für Infanterie. Das ist das hier, Moment, was ich nochmal ganz, ganz kurz zeigen möchte, hier diese Rationen. Durch diese Rationen hier bleiben sie am Leben. Wenn diese Ration, also jede Runde, die sie außerhalb sind, geht das sozusagen um 1 runter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wenn es bei 0 ist, sind diese Einheiten kurz davor, Schaden zu nehmen. Also dann fangen sie an zu verhungern. Wodurch sie dann sozusagen dann auch ein rotes oder ein orangenes Kreuz bekommen. Wenn eine Einheit ein orangenes Kreuz hat, hat sie Schaden genommen. Und wenn sie Schaden genommen hat, stirbt sie in der nächsten Runde, wenn sie nochmal Schaden nimmt. Völlig egal aus welcher Quelle, also durch Beschuss oder durch weiteren Hunger. Deswegen ist es wichtig, hier immer dafür zu sorgen, dass diese Einheit sich aufrationieren können, was man zum Beispiel durch diese entsprechenden Fahrzeuge tun kann. Einheiten in Fahrzeugen zum Beispiel, also wenn man Soldaten in Fahrzeugen hat, erleiden keine Rationsabzüge. Dafür haben die Fahrzeuge hier Fuel, also Benzin. Was bedeutet, dass sie sozusagen genau das gleiche, sie brauchen einfach ein paar, sie können eine gewisse Anzahl von Runden hier durchstehen, bevor das Benzin ausgeht, bevor sie stehen bleiben, und völlig egal, ob sie sich bewegen oder nicht, wenn sie außerhalb einer Basis sind,
werden sie Fuel verbrauchen. Und wenn das Fuel auf Null runtergeht, dann ist das Fahrzeug nicht mehr beweglich, es bleibt stehen und bekommt ebenfalls Schaden und wird kaputt gehen, wenn es nicht aufgefüllt oder repariert wird. Dasselbe gilt übrigens auch für Helikopter, die dann halt entsprechend abstürzen. Und es ist nie gut, Einheiten zu verlieren. Einheiten zu verlieren bedeutet immer, oder auch nur beschädigt zu bekommen, bedeutet immer, dass wir hier oben Political Power verlieren. Und zwar richtig drastisch. Wir, im schlimmsten Falle kann es sogar so sein, dass also man verliert pro Runde, immer wenn etwas entsprechendes Negatives passiert. Mal angenommen, wir haben eine verletzte Einheit. Und diese Einheit befindet sich im Feld und kann nicht abgeholt werden. Dadurch, dass diese Einheit verletzt ist, gerät das natürlich an die Öffentlichkeit. Also die Medien werden hier so ein bisschen auch über dieses Political Power System simuliert. Dadurch, dass diese Einheit verletzt wird, sinkt jede Runde der Ertrag unserer Political Power. Und es kann sogar sein, dass wir dadurch sogar mehr verlieren als gewinnen, umso länger eine Einheit im Feld verwundet ist und nicht hier irgendwie entsprechend in ein Lazarett gebracht werden kann. Ein Lazarett zum Beispiel ist unser Hauptquartier oder ein entsprechendes Zusatzgebäude hier oder ein Erweiterungsfeld für so ein FOB, wobei mir gerade eben einfällt, dass es vielleicht schlau wäre, einen Buffalo diesen Zug hier noch mitzuschicken, damit ich das entsprechende Gebiet dort oben weiter ausbauen kann. So sieht's jetzt aus und wir beenden jetzt mal den ersten Turn. Jetzt sind die anderen Kräfte dran. Wir sehen jetzt sozusagen, ob sich irgendetwas verändert hat. Momentan nicht. Hier sehen wir momentan unsere aktuelle Situation. Das hier ist der Sichtradius unserer Truppen. Also innerhalb von diesen Sichtradien hier können wir gegnerische Aktivitäten feststellen. So, wir fahren jetzt fröhlich. Da haben wir es gerade eben schon erlebt. Wir haben jetzt hier momentan hier eine entsprechende Mine durch den Husky Indias vom India Squadron entschärft. Automatisch drüber gefahren, andere Fahrzeuge würden automatisch einfach drüber fahren und das Ding würde explodieren. Dann wäre es kein positiver Gain. Also wir haben jetzt gerade eben hier 250 Political Power dadurch gewonnen, dadurch, dass der Husky diese Dinge automatisch entschärft hat. Das Ganze hätte sehr viel tragischer enden können, wenn wir... Oh, das ist ja mal interessant. Da wurden wir gerade eben von Milizen angegriffen. Diese Milizen haben aber zum Glück keinen Schaden gemacht. Das ist interessant, dass der Kollege das hier nicht entdeckt hat. Aber solche Dinge können immer wieder passieren. Also wie gesagt, das sind immer nur Wahrscheinlichkeiten, wie ich selber schon festgestellt habe, dass hier gewisse Aufdeckungen stattfinden. Das Extremste, was mir mal passiert ist, dass... mir ist es mal passiert, dass eine Wasseraufbereitungsanlage zerstört worden ist, obwohl meine Infanterieeinheit, also eine US-amerikanische Infanterieeinheit, direkt auf diesem Feld saß und ich habe nicht feststellen können, von wo dieser Angriff aus letzten Endes stattgefunden hat. Also nicht meine Truppen wurden angegriffen, sondern die entsprechende Wasseraufbereitungsanlage, die war danach kaputt und ich habe keine Ahnung, also ja, wer das gewesen sein konnte. So, wir gucken nochmal ganz, ganz kurz hier rein. Ich bin jetzt gerade eben am Überlegen, ob es nicht sogar Sinn macht, vielleicht nochmal einen Buffalo zu bestellen. Wir haben jetzt nochmal einen Buffalo, denn wir sollten mehrgleisig fahren. Ich möchte das hier jetzt entsprechend an die Straße anschließen, was natürlich schon ein gewisser Kraftakt ist, weil es recht weit ist, aber... das machen wir alles im nächsten Turn. So, wir lassen jetzt den Kollegen hier fahren. Da war wieder eine Mine. Zum Glück haben wir sie entschärft bekommen. Gut, der Husky macht es zum Glück automatisch. Wie gesagt, bei den anderen ist das nicht automatisch. Da geht das Ding einfach automatisch in die Luft und du hast eventuell beschädigte oder sogar zerstörte Fahrzeuge mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf die Political Power. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir werden jetzt hier mit diesem Buffalo Straßen bauen. Wir haben mit dem Buffalo hier mehrere Möglichkeiten. Wir können erstens eine Forward Operation Base bauen. Das kostet 1500. Will ich aber an der Stelle nicht machen, weil unser Hauptquartier noch relativ nah da in der Nähe ist.
Wir können aber auch jetzt, wir sehen hier, dass wir auch noch hier ein Feldhospital hier bauen können. Das ist sozusagen eine Erweiterung für das hier. Wir können hier eine entsprechende Werkstatt hinbauen. Wir können hier ein entsprechendes Artilleriefeld hinsetzen. Alles Erweiterungen für die FOB. Wir können aber auch hier ein Waterworks, also im Grunde eine Wasserversorgung für einen solchen Ort hier bereitstellen. Was wir momentan noch nicht machen, weil wir noch nicht dran sind. Ich möchte jetzt hier in diese Richtung, ja, eine Straße bauen, um hier diesen Ort hier an die entsprechende Straßenversorgung anzuschließen. Und jetzt ist es passiert, wir haben hier tatsächlich Schaden genommen, was nicht gut ist. Und wir müssen uns überlegen, ob es jetzt momentan überhaupt Sinn macht, mit dieser Einheit jetzt hier noch weiterzufahren. Denn es könnte sein, dass diese Einheit hier dadurch jetzt ganz schön auf die Fresse bekommt. Jetzt bin ich am Überlegen, wo ist mein anderer? Mit dem fahre ich jetzt zurück und werde tatsächlich ihn hier reparieren. Aber erst in der nächsten Runde, damit hier nichts weiter Schlimmes passiert. Denn wenn er nochmal angegriffen wird, geht er kaputt. Wie gesagt, jedes dieser Dinge hat nur 2 Lebenspunkte. Aber mehr dazu in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, macht's gut, tschüss und ade.